Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mein Partys Let's Play Skull. Hier mit mir, eure Alkira. So, legen wir direkt los. Müssen jetzt mal gucken, was wir heute alles so zusammenbauen. Geht nicht, ne? Vielleicht durfte es das Radio nicht geht, das muss ich ja sagen. Hier brennt Lehmzeugs. Das kann man aber alles da reintun. Das auch. Haben wir hier noch irgendwas im Beutel drin? Werkzeug, gut. Das kann da auch drin bleiben. Das ist alles wunderbar. Könnten noch mal ein bisschen Kaktus irgendwo anpflanzen. Und dann schauen wir mal, was. Warum haben wir die Sense nicht? Da ist die Sense. Ich hab gedacht, die ist im Rucksack. Wir haben noch gar keine Eisensense, deswegen. Oh. Oh, hier. Briefkasten. Heile. Letztes Mal wurde der uns leicht buggy angezeigt. Sag nicht, den kann ich nur mit. Ah, den kann ich nur mit leerer Hand. Ah, es funktioniert sehr schön. Sehr schön. Die Klinge mag ich wirklich sehr. Ich so sagen, kann ich hier eigentlich auch. Anja, es darf ja nichts berühren, ne? Muss das auf Sand? Wisst ihr das? Ja, wahrscheinlich schon, ne? Ich gerade selbst erschreckt, weil mein das Geräusch gemacht hat, aber das ist ja normal beim Atmos. Sollte ich mich dran gewöhnen. So. Ach komm, wir machen das jetzt mal richtig kreativ. Wir machen jetzt hier eins und da würde es sich wieder berühren. Da eins und jetzt hier einfach hopp, hopp, hopp. Jetzt haben wir nur drei mit, aber egal. Mal hier, damit wir da besser rüberkommen. So, das Zucker nehmen wir mit. Guck mal, was unser Feld macht. Also so ganz langsam wächst was. Aber wirklich sehr langsam. Wir wollten da ein Glasdach drauf machen. Ich würde sagen, das machen wir jetzt einfach. Irgendwann müssen wir es ja machen, also können wir es ja auch jetzt machen. Das kommt alles da rein. Wie viel Glas haben wir denn? Ein bisschen was haben wir. Reicht das? Zweifel ist. Schwimmt unser Boot da noch irgendwo? Ja. Dann starten wir uns mal kurz das Boot und fahren nochmal zur Wüste. Und, ist aber ganz schön weit weg, das Boot. Und, oh nein, rochen. Tun wir nicht weh. Hopp. Und, die Fische sehen auch sehr cool aus hier. So dick. Ja, fahren jetzt zur Wüste, sammeln noch mal ein bisschen Sand, machen noch ein bisschen brennendes zu Glas. Ja, ich weiß, es liegt an den Shader, dass hier sind, die so Dingsens rauskommen. Geht die Sonne unter? Oh nein, die Sonne geht unter. Oh nein, ich habe nicht drauf geachtet. Oh nein, die Sonne geht unter. Schnell zurück. Schnell zurück. Ich möchte nicht bei Nacht draußen sein. Ich möchte das nicht. Nein, 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 nein. Das möchte ich nicht. Ihr wisst ja, glaube ich, warum und so. Okay, der Himmel backt gerade. Wenn ich Boot fahre, backt er mir zu sehr. Oh Gott. Ich sehe ja schon die Sterne hier im Default. Anhalten. Ganz ehrlich, ich habe auf Bremsen gedrückt, aber das hat irgendwie nicht reagiert. Okay, basteln uns einfach gleich ein neues Boot. Immerhin haben wir es bemerkt, dass es dunkel wird, weil ich glaube, da in der Wüste, da gibt es bestimmt viele böse Monster. Also, da ist so viel Platz zum Spawnen für die Viecher. Das muss nicht sein. So, ein neues Boot. Show. Hier. So, da geht's nicht. Muss ich hier runter? Upp. So. Ja.
Also wir müssen jetzt erstmal ohne Shader damit leben. Das ist nun mal so. Das ist halt jetzt der Nachteil, weil ich nicht mehr auf 1.5.2 spiele. Aber da lief es ja auch nicht mehr flüssig und ja, das Wichtigste ist ja erstmal, dass es überhaupt flüssig läuft, würde ich sagen. Achso, Optifine habe ich ja auch nicht drin, weil ich ja Shader drin habe. Na, keine Ahnung. Mittlerweile kann man ja bei 1.6 ja auch nicht mehr Optifine und Shader haben. Nein. Nein, das geht nicht. Weil Shader irgendwie nicht mehr mit Optifine kompatibel ist. Das ist ja auch wieder so eine schöne Sache. Ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat und ja. Ist auf jeden Fall blöd. Weil dann würden die Shader wahrscheinlich auch viel besser funktionieren. Boah, die riesen Fische. Sieht das am Texture Pack? Muss ja, ne? Warum reagiert der nicht, wenn ich sag? Der reagiert nicht. Warum reagiert der da nicht? Nein, nein. Ich wollte gerade sagen, hier nicht abhauen, Boot. Da reagiert er. Warum reagiert das Boot nicht mehr, wenn ich A und D drücke, also wenn ich zur Seite fahren will? Schreibt es mir doch bitte mal in die Kommentare, woran es liegt. Oh nein, ich habe selbst keine Ahnung, warum ich jetzt wieder rumlaufe, aber irgendwie habe ich da gerade Bock zu. Ja, voll kein Plan. Ich wollte Sand farmen. Aber hey, lauf jetzt durch die Wüste. Das Dorf kennen wir ja schon. Oh, Monsterschlange. Upp. Ist ja auch Karotten und alles. Brauchen wir jetzt ja aber auch nicht klauen, weil wir haben ja alles, ne? No. Die Geräusche immer von den Dorfbewohnern. So schlimm, das ist so nervig. Tja. Ich weiß doch gar nicht, wonach ich jetzt hier gucke. Komm, Plan. Mal ein bisschen erkunden. Schauen, was hier noch so gibt. Oh, hier geht's zum Schneebiom. Ah. Ist nicht hochgeschafft, okay. Ich müsste aber aufpassen, dass ich mich nicht verlaufe. Sonst weiß ich nicht mehr, in welche Richtung. Ja. Aber es werden ja auch scheißegal. Wir haben uns ja Wegpunkte gesetzt. Aber ja, wir gucken jetzt aber mal ein bisschen. Ein kleines bisschen erkunden. Aber ich glaube, das ist die Richtung, aus der wir kommen, ne? Ja. Dann bauen wir jetzt hier Sand ab. So. Ganz einfach. Müssen wir gucken, wie viel wir brauchen. Ah, ich glaube, ich baue das dann so ziemlich komplett aus Glas. Muss mal gucken, wie das dann aussieht. Bin gerade überlegen, ob ich da irgendwie dann Streben mit reinbauen soll, aber. Ehrlich gesagt, nee, also habe ich auch keine Lust zu. Ist echt so. Ja. La 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 la. Sandfarm ist ja so spannend. Ich weiß auch nicht, was ich dabei jetzt erzählen soll. Zum Glück geht das mit der Schaufel recht schnell. Ich weiß gar nicht, warum wir nicht noch Sand hatten. Ich bin der Meinung, wir haben doch letztes Mal erst so viel Sand gefarbt gehabt. Also, letztes Mal ist ja auch doof jetzt ausgedrückt. Aber wir hatten ja vor einigen Folgen, kann ich ja schon sagen, aber so viele Folgen habe ich ja noch nicht, hatten wir auch Sand gefarmt hier in der Wüste. Am Anfang direkt, wo wir mit dem Boot angekommen sind. Ist komisch, dass das schnell verbraucht war. Da frage ich mich gerade, was ich mit dem ganzen Glas gemacht habe. Komisch, komisch. So, wie habe ich ihn jetzt? Fast 3 Stacks. Über 3 Stacks, okay. Ich weiß auch nicht, wie viel ich jetzt mitnehmen möchte, aber wenn wir jetzt schon mal hier sind, können wir ja ein bisschen mitnehmen, ne? So. Oh, jetzt haben wir nicht aufgepasst, ne? Jetzt haben wir nicht aufgepasst wegen unserer Schaufel. Wir hätten die ja reparieren können. Ah, na gut, es ist ja auch nur ein Eisen, die eine Schaufel. Von daher werden wir es wohl überleben, denke ich mal. So, und dann fahren wir jetzt wieder zurück.
und schmeißen das einfach in den Ofen. Ja, super, mein Timer ist ausgegangen. Ist ja klasse. Ich schätze, wir sind ungefähr bei 10 Minuten. Also jetzt noch mal 10 Minuten, dann sollte das passen, hoffe ich. Ich finde es echt blöd, dass ich nicht mehr mit den Pfeiltasten zur Seite steuern kann. Ich bin da so dran gewöhnt. Ich frage mich auch, wer sich das echt ausgedacht hat. Also manchmal denke ich mir echt, ne, kacke Ideen hatten die Leute. Nee, nee, nee. Ach da, ab und zu sind da noch so kleine süße Dori-Fische und sowas zwischen. Ich liebe ja Dori, ne? Weiß nicht, ob ihr alle den Film kennt. Es war von Bremsen findet Nemo. Ja klar, ich hab's einmal kurz angestupst, das Boot und es geht kaputt. Ist klar, Minecraft, ist klar. Ist total logisch, was du machst. Da. Jemand da? Ich finde die Klinge so geil. Ach. So schön, das macht doch Spaß mit der Klinge. So, das kommt da rein, das kommt da. Waren da etwa gerade Pilze drin, ne? Nein, da waren keine Pilze drin. Gut, ich dachte gerade kurz so, oh, habe ich das jetzt mal falsch einsortiert? Nein, habe ich nicht. Doch, da, Giftpilze, aber die gehören da auch rein, weil das kann man nicht essen. So, wir haben immer noch nicht Level 30. Das ist so. Jetzt auch die Sache, warte ich jetzt, bis das alles fertig ist? Oder machen wir in der Zeit was anderes? Warum sind da Samen drin? Verstehe ich auch nicht. Irgendwie wirkt das gerade alles ein bisschen trost. Liegt das an dem Texture Pack? Machen wir es weg rein, weil so ohne Shader wirkt das ein bisschen trostlos alles. Macht's auch nicht schöner, ne? Die Bäume, waren die nicht mal schöner, bunter? Aber jetzt sieht das wenigstens wie Eichenblätter aus, ja. nee, machen O. Ja, wir sind jetzt wieder hier irgendwo, wir probieren das jetzt einfach wieder. Wenn wir jetzt einfach hier bleiben. Oh, ist gleich viel schöner, viel freundlicher. Also einfach hier bleiben und nicht mehr großartig rumfahren mit dem Schiff und so. Können wir mal ausprobieren. Wir können schon mal anfangen, das Dach abzubauen. So. Ich glaube, das lassen wir auch. Den Sandstein da. In den Ecken. Das finde ich eigentlich ganz schön. Das hat was Schönes. Ja, so klingt es, wenn man in die Luft schlägt. Sammeln wir da alles hinterher ein. Jetzt erstmal den ganzen Deckel ab. Oh, hinterher sollten wir auch unbedingt dann Fackeln drauf platzieren. Oh, das jetzt eh schon von oben machen. So. Dann haben wir jetzt schon mal gleich ein Glasdach. Und dann machen wir das Holz da auch weg, ja. Ich weiß nicht genau, was ich mir dabei gedacht hatte, als ich es gebaut habe. Ich dachte, glaube ich, dass es hübsch aussehen könnte. Keine Ahnung. Ein Waschbär. Ein Waschbär neben unserem Kuhstall. Wir müssen ja auch noch einen Stall für Schweine machen. Und das Wichtigste, wir müssen ja noch so einen schönen Schafstall machen. Wir müssen ja doch noch ganz schön viel vom Wald abholzen. Weil wir wollen ja doch so einiges bauen. Und dafür brauchen wir halt doch recht viel Platz. Das ist so. Na, ich muss noch mal gucken, wie ich das mache. Ich wollte ja schon das so ein bisschen paradiesische Oase mäßig machen.
Ich dachte gerade schon, ich habe falsch gesetzt. Ich habe zu wenig Glas. Okay. Hup, hup, hup. Oh, die Sonne geht auch schon wieder unter. Oh nein. The sun is going down. So, das sollte jetzt aber reichen an Glas. Das machen wir aber gleich. So, wieder schlafen. Ja, der Himmel ist halt immer noch so ein bisschen buggy, aber ich habe jetzt auch gehört, dass wir halt wirklich einfach an der 1,6er liegen. Also, das schaffe ich da eh nicht darüber zu springen. So. Das wird jetzt hier wieder abbauen. Ja, also das liegt halt, glaube ich, wirklich noch an der 1,6er. Das wurde mir gesagt und eigentlich auch aus zuverlässiger Quelle. Das könnte doch knapp werden, oder? Das könnte knapp werden. Oh, ich glaube, das wird knapp. Nee, das wird nicht knapp, das reicht einfach nicht. Da wollen wir gar nicht diskutieren. Das reicht nicht. Okay, es ist fast knapp, ne? Das kann man schon sagen, doch. Man kann schon sagen, dass es fast knapp ist. Aber nur fast. So, haben wir jetzt noch mehr Glas. Ich glaube, ich mache gleich erstmal was anderes, bevor hier ständig den Stützpfeiler abreiße, aufbaue, abreiße, aufbaue. So, jetzt aber. Autsch. So, gehen wir mal hier rein. Jetzt haben wir nochmal die ganzen Steine auf. So, und auch hier noch die ganzen Steinchen. Aber ich muss sagen, jetzt wo ich hier drin stehe, ich finde es... Ich glaube, wir lassen das erstmal noch so mit dem Holz, oder? Würde ich jetzt mal so sagen. Was wir, glaube ich, mal bräuchten. Ah, jetzt haben wir wieder keine Dings und so um angebracht. Fackeln. Wir bräuchten noch mehr von diesen Außenlampen. Damit das hier auch alles schön beleuchtet ist. Wir haben noch zwei Deckenlampen. Müssen wir gucken. Dafür brauchen wir wieder diese Lightbulb, oder wie die heißen. Das ist wieder mit den Glasscheiben. So, mal ein paar mehr. So. Nee. So. Und den Fackeln da drinnen. Lightbulb. Also quasi eine Glühbirne. Und dann müssen wir hier mal drauf drücken und dann gucken wir jetzt mal. Scrollen, scrollen. Da sind die Lampen. Outdoor Lamp, Lightbulb, Glasscheibe und Eisen. Eisen, eieiei. Mal mit dem Eisen. Okay, 5 können wir machen, das ist ja schon mal etwas. So, ja. Zack. So. Da ist jetzt unser Eisen komplett alle. Oh mein Gott. Oh, jetzt haben wir wieder ein Grund, um unter die Erde zu gehen. Das ist ja auch was Schönes, ne? Hey, ich freue mich. Dann weiß ich ja schon, was ich in der nächsten Folge mache. Gehen doch mal wieder unter die Erde. So. Aber jetzt können wir hier nochmal ein paar Lampen anbringen. Für 3 habe ich das gemacht. Finde ich ganz gut. Hier können wir es nicht mal. Hier können wir es aber oben dran machen. So, dann machen wir es auch nicht da. Sieht ja auch scheiße aus, direkt über der Tür. Komm, dann machen wir es jetzt überall oben an den Stein. Ja, ich versuche die perfekte Position zu finden.
klingt vielleicht ein bisschen albern und blöd, aber ich bin halt ein Mädchen, muss hübsch aussehen. So ist das bei uns Mädchen halt. Ich weiß aber noch nicht, ich bin noch nicht so zufrieden damit, aber unser Gewächshaus hat ja ein neues Dach. Aber das ist mal ein Screenshot. Tada! Dass wir rausgucken können. Ich muss echt mehr dran denken, dass ich Screenshots mache. Das vergesse ich immer wieder und dann habe ich nichts für ein Thumbnail. Das ist auch blöd. So, da ich jetzt nicht hundertprozentig weiß, was ich angefangen habe, ich aber einfach mal schätze, dass die Zeit jetzt rum ist. Ich bin aber, es müssten jetzt 20 Minuten sein. Wenn es ein bisschen weniger ist, dann ist es ja auch nicht so schlimm. Werdet ihr überleben. Und dann würde ich einfach sagen, was ist mal wieder? Oder? So. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und schaut doch das nächste Mal wieder rein. Und bei Fragen, Anregungen oder Ideen, was ich noch so machen könnte, bauen könnte oder wenn ihr welche Wünsche habt, von wegen, macht doch mal das und das oder hier und da und bla und blub, ne? Schreibt es mir einfach in die Kommentare und ich schaue einfach und versuche das umzusetzen. Und ja, dann hoffe ich, sehen wir uns einfach beim nächsten Mal. Ciao, eure Aikira.